Hallo zusammen, ich bin Stefan und ihr kennt mich vermutlich unter meinem Namen der Springer aus Herten. Und jetzt bin ich von Kiddings nach Berlin eingeladen worden in die Studios, um meine Kommentare mal mit der Kamera aufzunehmen. Grandios! Wie Benjamin auf Ottos Händen. 10 von 10 Springer Points. Schnüdering, 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 Ding, Ding, Schnüdering, 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 Ding, Ding, Ding. Ja, Benjamin ist natürlich ganz aus dem Häuschen, als er diese Melodie hört. Das, was wir hier hören, das ist der sogenannte Yorkshire Marsch, der von niemand Geringerem als dem legendären Ludwig van Beethoven komponiert wurde. Übrigens im Jahr 1809, was zugleich das Geburtsjahr von Abraham Lincoln ist. Also, falls ihr irgendwann mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzen solltet, dann wisst ihr ja, wen ihr als Telefonjoker gerne anrufen dürft. Kommen wir nun zu unserer heutigen Folge. Das ist die Nummer 31 von Benjamin Blümchen als Feuerwehrmann aus dem Jahr 1983. Und ich würde mal behaupten, das ist bis heute auch eine der bekanntesten. Ja, und spätestens seit dieser Folge wissen wir auch, die Neustädter Feuerwehr ist primär eine Blaskapelle, die noch nie wirklich einen großen Brand gelöscht hat. Tja, und genau damit sollten Sie im Verlauf dieser Folge arge Probleme bekommen. Macht aber alles nichts, denn der Neustädter Lieblingselefant, also der einzige Elefant Neustadts, ist natürlich direkt Feuer und Flamme, ha, ein Wortwitz, und möchte sich direkt der Freiwilligen Feuerwehr anschließen. Natürlich vorrangig, um zu trompeten. Was auch sonst. Meine Trompete. Oh. Aber nicht zu stark, Herr Blümchen. Und dann erleben wir in dieser Folge auch das Debüt des Brandrats mit dem passenden Namen Lichterloh. Gesprochen wird Brandrat Lichterloh übrigens von Otto Zarski und er wird auch später in den Folgen 51, 53 und 54 noch auftauchen. Otto Zarski war einer der bekanntesten Sprecher für Nebenrollen in den 80er Jahren mit einer sehr markanten Stimme, die dem eingefleischten Benjamin-Fan sofort auffallen sollte. Wir wollen ja gar nicht, dass es brennt. Und ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass es hier mal irgendwo bei uns gebrannt hat. Außer unsere Kehlen. Ja, von Durst. Na, habt ihr die Stimme erkannt? Falls ja, schreibt's mir in die Kommentare. Benjamins Engagement bei der Freiwilligen Feuerwehr ist dann jedoch mit einigen Tücken verbunden, denn sein neuer Chef und auch die Kollegen haben große Probleme damit, sich mit einem Elefanten in ihren Reihen anzufreunden. Doch dann erinnern sie sich daran, dass sie ihn in Folge 13 nach seinem Rüsselbruch ins Krankenhaus gebracht haben und sie erinnern sich natürlich auch noch an den aufregenden Geburtstag in Folge 9 und so steht seinem neuen Beruf schließlich nichts mehr im Wege. Tatsache, ein Elefant! Kenn ich. Das ist doch Blümchen, nicht? Der mit dem Rüsselbruch damals. Der mit dem Geburtstagsfest? Das muss ich sofort meiner Tante Olga sagen. Die glaubt das nie. Ich bin allergisch gegen Elefanten. Ich krieg so Nasenstock. Wir nehmen ihn. Da ist doch sowieso nichts los bei uns. Brennt nie. Ja, bei den Sprechern der Feuerwehrleute hat man übrigens auf ganz bekannte Stimmen gesetzt. Da hören wir zum Beispiel Uli Herzog, der als Feuerwehrmann auch als Uli vorgestellt wird. Dann noch zum Beispiel Joachim von Uhlmann oder Manfred Schuster. Na klar, die kennt man doch aus unterschiedlichen Rollen. Und Tobias Pagel, den hören wir hier in einer Doppelrolle. Zum einen als Feuerwehrmann, aber später auch als Bürgermeister. Einer Rolle, die er damals recht häufig sprach. Ja, auch bei Bibi, ich weiß es mittlerweile. Ja, also ich erlaube mir Ihnen, die Verdienstmedaille unserer Stadt zu überreichen. Sein Einstieg in den neuen Job fällt Benjamin leider alles andere als leicht, denn er hat doch große Probleme, mit Instrumenten abseits seines Rüssels zu musizieren. Wo sind meine Stopfen? Das hat so ein bisschen was von lustig, lustig, tralalala. Und dann kommt das, was kommen muss. Nach 10 Jahren ohne Feuer in Neustadt brennt dann ausgerechnet Ottos Schule. Extra breit gefällt das. Da die stümperhafte Feuerwehr gänzlich unvorbereitet zur Sache geht, muss Benjamin die Kinder eben im Alleingang retten. Damit ist Barbara Blocksberg nicht mehr die Einzige, die Kinder in Neustadt aus einem brennenden Haus gerettet hat. So wie in Folge 1, Hexen gibt es doch, als es im Hochhaus C brennt
und sie auf ihrem Besen zur Hilfe eilt. Ich glaube, es handelt sich dabei wirklich um eine Folge, wo man sagen kann, dass es mit Abstand eine der besten der ganzen Benjamin-Historie. Übrigens ist auch der Zeichentrickfilm wärmstens zu empfehlen. Beide bekommen von mir 10 von 10 Springer-Points.